Servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, der Mac Burago, und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind ja bei Let's Play Max Payne 2, The Fall of Max Payne. Ich und die Violet, die wir wollen jetzt hier uns durch dieses lustige Fenster verkrümmen. Suchen wir mal natürlich die passende Bewaffnung. Ich denke mal, die Kalaschnikow ist diesmal wahrscheinlich die bessere Wahl. Wir wissen nämlich auch, dass jetzt gleich von da böse Buben kommen. Hey, mach das! So, wissen ist macht nichts, wissen macht nichts, sag ich mal. So, jetzt kommen wir so lecker ein. Schade, dass ich jetzt nicht mehr den Abschiedsgruß von der Violet verstanden habe, weil die Freunde ja hier rumballern mussten. Jo, die steht da auch schon im Fenster, das ist super. Ah. Okay. Wo bist du, mein Freund? Und du da auch noch. So. Die Violet ist auch voll dabei. Die deckt uns den Rücken. Das finde ich ja schon mal super. Die könnte ruhig mitkommen. So, ich will aber nach... Oh, geht's wieder nach oben. Ich will aber nach unten. Ah, irgendwie müssen wir auf die Straße kommen. Aber es will und will einfach nicht. Okay. Ihr meint, wir sollen hier nochmal lang gehen. Dann können wir uns hier durch... Nein. Max, bleib mal da schön. Gucken wir mal. Da kommen wir leider nicht mehr rüber. So, dann bleibt wahrscheinlich nur noch der gekonnte Sprung nach dort. Jo, super gelaufen. Und ab nach da. So, halt, 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 halt. Ja. Das war, glaube ich, nicht so geplant. Also mal ganz Quatsch nochmal. Weil es so schön ist, machen wir die. Wir klettern aus dem Fenster nochmal gleich nochmal. Und laufen diesmal schön in Deckung hier rüber. So, lassen wir die Valerie ein bisschen rumballern. So, du bist hin. Du bist da, mein Freund. Das war doch schon Headshot ohne Ende. Und wir haben sogar noch ein bisschen was drin behalten in der Kalaschnikow. So. Da können wir gleich mal hier rüber uns verabschieden. Und gucken. Alles klar. Okay, dann bist du da dran, mein Freund. Und wir wissen, dass da drüben irgendwo noch einer steht. Ein paar Mumpel haben wir ja noch drinnen. Ich denke mal, da hoffentlich reicht das auch. Ich sehe den bloß noch nicht. Wo der steht, der stand nämlich da ganz drüben, ganz bescheiden, drüben in der Ecke. Und da müssen wir erstmal hinkommen. Ich denke mal, den werden wir wahrscheinlich nur von da oben erwischen. Deswegen der Sprung hier rüber. Alles klar. So, jetzt gehen wir hier lang runter. Müssen nochmal nach da springen hier. So. Okay. Okay. Sollten wir hier ein bisschen in Deckung gehen. Double Ignorance. Okay, ganz doof gelaufen. Ist ja doof. Kommst du runter, hast du keine Mumpe mehr in der Kanone und John ist ja tierisch Bambule. Dann wechseln wir mal lieber auf Nummer sicher. Ach nein, wir gehen nochmal hier hin auf die Kalaschnikow, unser Freund hier. Dann der gekonnte Sprung hier rüber. Wo ist bist du? Genau, du machst einen schicken Spagat und wir wechseln mal auf eine Bewaffnung, die vielleicht ein bisschen mehr Bums hat. So, kurze Quicksave. Wir wissen ja nun schon, wie wir fast runterkommen, jedenfalls heil. So. Okay. Ich nehme das mal zurück, dass wir wissen, wie wir heil runterkommen, weil wir wissen den Scheißdreck. Wir wissen, wie wir sterben, aber nicht, wie wir heil runterkommen. Okay, wir rennen mal jetzt in Deckung. Okay, komm mal rum hier. Oh, da scheint ein paar Wischer haben. Okay, wir wechseln mal kurz hier. Mal. Okay. So. Alles klar. Die Cleaner machen hier gerade den Abflug und wir können einkratzen, was hier auf dem Hof übrig ist.
Ich glaube, da braucht man eine Schubkarre. Mindestens eine. Ihre Wohnung wurde überfallen? Das ist ja wie im Kindergarten. Ja, und was dann? Ein Kind mit einem Haufen Waffen, den Kopf voller Videospiele, verwandelt das Haus in einen Schießstand. Entzückend. Was zum Teufel ist los? Mit mir, meinte er. Ich hatte meine Zweifel über die Cleaner, die mich überwachten, und Mona. Nach Wladimir Lem steckte der Gangsterboss Vincent Gornetti hinter den Morden. Scheinbar hatte er einen Deal mit einem unbekannten Dritten. Vielleicht mit den Cleanern. Keine Ahnung. Irgendetwas passt nicht. Wenn das stimmt, stehe ich auf Gornettis Liste. Fast hätte ich Bravura angelogen. Ich redete mir ein, ich müsste zuerst die Fakten rausfinden, bevor andere die Beweise vernichten konnten. Aber das war eine Ausrede. Mona war mir unter die Haut gegangen. Davor konnte ich meine Augen nicht mehr verschließen. Das war wichtiger als der Job. Sie hatte versucht, mich zu erreichen, die Nummer hinterlassen. Riskant, die Nummer auf der Wache zu hinterlassen. Verfolgen Sie den Anruf, dann werden Sie sehen, dass ich aus Hongkong anrufe. Winterson? Ich gebe Ihnen meine Adresse. Passen Sie auf, dass man Ihnen nicht folgt. Max, was geht da vor? Was meinen Sie? Machen Sie keinen Blödsinn. Ja, im Blödsinn machen sind wir super. Eine lineare Folge von Schrecken. Monas Haus war eine verlassene ehemalige Geisterbahn nach dem Vorbild einer TV-Serie aus den 90ern. Die Show wurde abgesetzt, die Geisterbahn geschlossen. Hier hat ja interessantes Zuhause hier. In der Klapsmühle. Ach nein, Geisterbahn. Nur, dass diese Geisterbahn, das werden wir nämlich noch erfahren, ein bisschen wie ein Irrenhaus ist. So, wir gehen nochmal auf die normalen Barrettas. Davon haben wir ja genug da. Und es war, als ginge ich in eine Falle. Ich fühlte mich schuldig, als würde ich bei etwas ertappt. Natürlich ist das eine Falle. Offensichtlicher geht's ja gar nicht mehr. Okay. Alles klar. Okay. Fallen Angel. Hab ich mir ein bisschen erschrocken, wie der da lang huscht ist. Alles klar, wir müssen hier lang. Oh, da oben ist noch ein Türchen offen. Mal sehen, ob wir da irgendwie reinkommen. Ah ja, da geht es nämlich gleich nach oben. Da geht die schicke Blutspur lang. Ich denke mal, hier werden wir gleich unseren Spaß haben. Okay, ein Cheerleader. Alles klar. Du bist auch Psycho. Ein Telefon klingelt? Déjà-vu? Jedes Mal, wenn das Telefon klingelte, war dann ein gewisser Alfred Woden dran. Okay. Wir gehen mal ran, mal gucken, wer uns da diesmal John, anhört. Du musst verschwinden. Er ist hinter dir her. Er will dich haben. Sie kommen näher. John, ich liebe dich. Gib nicht auf. Wer ist John? Wir sind Max. Da oben ist auch nochmal ein Fenster. Ganz offensichtlich... Die Vordertür war nicht verschlossen. Ich glaube, wir entkommen. Ich fragte mich, warum es hier nicht von Pennern und herrenlosen Hunden wimmelte. Kein Wunder. Okay. Ah ja. Da hat einer auch ein Harvey sozusagen. Okay, der ist umgefallen. Okay. Psychotisch. Sie müssen eine Menge Pillen schlucken. Sie haben genau, viele Pillen. Der macht sie verrückt. Wir müssen sofort. Okay. Echt in Irrenhaus. Bloß hier kommen wir nicht weiter. Ach nee, das geht er wieder rein. Ach, in die Tür können wir leider nicht. Das Fleisch. Ich glaube, ich bin tot. Bin tot. Okay. Interessantes Entertainment. Ah, gehen wir lieber auf die Toilette. Okay. Spiegel machen mir Spaß als Fernsehen. Ah, Spielschrift der Mörder, alles klar. Okay. Sehr merkwürdiges Entertainment hier. Und wo interessant ist, dass wir einen Spiegel da drüben haben.
und wir selber als ein Flamingo. Die Vergangenheit holt dich schleichend ein. Überall hört man bruchstückhafte Echos. Wie eine schlechte Wiederholung. Du hast jeden, der die Erinnerung weckt. Selbst wenn es nur in deinem Kopf ist. Wir machen kurz einen Quicksave hier, weil ich habe ein ganz dummes Gefühl. Zu einer surrealen Reflexion deines Lebens wird, hast du Glück, wenn du darüber lachen kannst. Okay. Das Glück und ich waren uns fremd geworden. Vielleicht war es aber auch gar nicht lustig. Auf alle Fälle ist es strange hier. Was gibt's denn hier zu so entdecken? Vielleicht finden wir noch ein bisschen Equipment hier. Okay, da kommen wir nicht durch. Aha. Welcome to the next level. Ja, das nächste Level des Wahnsinns habe ich jetzt schon erreicht. Okay, Gewitter, Blitze. Aha. Okay. Das ist witzig. Okay. Eine Geisterbahn ist eine lineare Folge von Schrecken. Entweder genau. Oder ist die einzige Auswahl. Jetzt hab ich ja. Man stellt den freien Willen in Frage. Werden Entscheidungen für uns getroffen, weil wir sind, wer wir sind? Okay, wir haben hier eine Telefonzelle. Ja, das bin ich. Hier spricht John Mirror. Willkommen auf der nächsten Ebene. Oho, cool. Cool, sowas will ich auch zu Hause haben hier. Wo geht's hier lang? Ah, da. Da hat der Mona sich ein lustiges Zuhause ausgesucht. Ich habe nur das dumme Gefühl, das wird nicht langsam so cool hier bleiben. Ich war hinter den Kulissen. Es wurde immer wärmer. Okay. Aha. Ah, hier kann man bitte ausprobieren hier. Okay, wieso werden die Freunde umgeklippt hier? Haben wir denn da? Ah. Okay, da mal ein Scheiter. Schade, können wir das irgendwie benutzen? Wäre witzig, wenn wir wieder auf die Freunde schießen könnten damit. Leider nicht. Schade, schade. Okay. Aber ich denke mal, irgendwie kann man das sicherlich aktivieren hier. Aber schön krank die Leute hier, die so einen Kacker finden. Bei unserer ersten Begegnung starb Monas Zwillingsschwester. So muss sich umgekehrte Schizophrenie anfühlen. Das andere Ich verstummt unerwartet. Wir beide hatten geliebte Menschen verloren. Guck mal, die Tür zuerst. Nein, die Tür lässt sich nicht öffnen. Monas Tür war verschlossen. Ich hätte klopfen können, aber ich wollte mich noch vorher ein wenig umschauen, meiner Paranoia nachgehen. Ich gab vor, ich hätte dabei eine Wahl. Okay. Nichts geht über eine gute Paranoia, mal umschauen. Schade, nee. So, jetzt können wir gucken, nochmal hier unten, weil wir umschauen können. Weil hier geht immer die Treppe lang runter. Die Tür ist zu. Hier gibt's nicht. Also gucken wir mal bei der lieben Mona Sachs mal durch das Fenster. Mal, vielleicht gibt's was Interessantes zu lunchen. Hallo Mona, ich bin da. Okay, ein Painkiller. Lords und Ladies wird Ihnen präsentiert von Gold Touch Brandy. Interessantes Interieur hat die Mona hier. Ich glaube, die Dame badet gerade. Waffen und Sprengstoff in ihrem Arbeitszimmer ließen bezüglich ihrer Berufung keine Fragen offen. Dezent eingerichtet und so das Notwendigste immer dabei, sozusagen. MP5, das freut mich doch sehr. Endlich mal vernünftige Munition. Wir kaufen mal hier ein bisschen ein. Ich glaube, die Mona hat ja nichts dagegen, wenn wir uns ein bisschen bedienen. Ja, eilig klar. So, was haben wir noch Feines hier? Die Toilette. Da ist uninteressant. Oh, das Badezimmer. Dame beim Duschen. Mona, du bist einfach keine Sängerin. Sie haben die Taktik geändert. Wir müssen reden. Geben Sie mir bitte ein Handtuch? Nö. Lieber mal kein Handtuch. Schade. Pitch, jetzt, wo Sie da sind, können Sie auch aufpassen, während ich mich anziehe. Alles, was sie mir gesagt hatte, war, dass jemand uns tot sehen wollte.
So wie sie sich verhielt, war ich der Einzige, der hier in Gefahr war. Ja, das glaube ich auch. Da könnte sich tierisch verbrennen. Sie müssen mir schon mehr geben als das. Der innere Kreis. Und weiter? Der Geheimbund verfolgt jeden, der von seiner Existenz weiß. Nun mal halblang, können Sie es beweisen? Ich habe einen Kontaktmann. Er will reden. Alfred Warden? Nein. Wie auch immer, ich kann sie zu ihm bringen. Der dunkle Innere, die Million-Dollar-Frage, Kapitel 7, das geht ja ruckzuck hier voran. Sie sagte mir nicht die ganze Wahrheit. Gehen wir. Der Kreis geht zurück auf jahrhundertealte Freimaurerkulte. Korruption und Attentate reichen bis hinauf auf allerhöchste Ebene. Okay, und ich dachte schon, Verschwörungstheorien seien außer Mode gekommen. Wir sind da. Und die auch. Oh, Kleiner. Ich bin der Einzige, der hier eine Kanone benutzt. Welche Etage? Sie sind hinter ihm her. Die Aufzüge funktionieren mit den Schlüssel der Apartments und von diesem Pult aus. Sie haben die meisten auf den einzelnen Etagen blockiert. Die Wachen haben den Alarm ausgelöst, bevor sie starben. Dann müssen wir uns eben beeilen. Sollten wir nicht auf die Bullen warten? Hier. So können wir in Kontakt bleiben. Sie bedienen den Aufzug von hier aus? Ich gehe rauf. Ich gehe rauf. Sie sind der Chef. Genau, wir sind der Chef. So. Ich habe die Gebäudepläne vor mir. Ich kann sie führen. Wieso sind Sie überhaupt am Leben? Sie haben eine Kugel in den Kopf bekommen. Vielleicht ist sie ja noch da. Gut für die Konzentration. Um heil hier rauszukommen, musste ich ihr vertrauen. Gehen wir an die Arbeit. Cleaner voraus und links. Sie bewachen Corcorans Tür am Ende der Halle. So, doch bevor wir hier rausgehen, machen wir nämlich hier einen Cut. Wir sind nämlich durch heute für heute sozusagen. Für Let's Play Max Payne 2 haben wir natürlich ein bisschen überzogen, aber die Cutscene und Duschszenen, nichts geht über epische Duschszenen, die muss man ungeschnitten mitnehmen. Also, das war's dann für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal weiter und dann wissen wir, was auch jenseits dieser Tür ist. Doch das, was jetzt jenseits dieser Abmoderation ist, ist das hier. Willkommen auf meiner Endcard. Auf dieser schicken Endcard findet ihr den Google Plus Button, mit dem ihr dann ganz schnell zur Google Plus Page kommt. Wer hätte das gedacht? Die könnt ihr dann schnell in eure Kreise aufnehmen und dann verpasst ihr keine Videos mehr, keine Kommentare, nichts mehr. Mich würde es freuen, euch da begrüßen zu können. Auch würde es mich freuen, wenn ihr den YouTube Button drückt, weil damit abonniert ihr schnell den Kanal. Also abonnieren nicht vergessen, dann verpasst man so schnell auch nichts, was hier passiert, weil wir haben wahnsinnig viel noch vor. So, sonst wären noch hier die beiden QR-Codes für Facebook und Twitter, die kann man kurz scannen, dann kann man mich auch dort sehen und folgen, da gibt es immer schicke neue Infos rund um Games und was mir sonst so einfällt. Falls euch noch was anderes einfällt, dann klickt mal auf diesen schicken Polaroid-Foto, dort habt ihr den dritten Teil von der Bioshock-Trilogie und zwar Bioshock Infinity, da könnt ihr gerne mal auch eure Kommentare lassen. Mich würde es freuen, euch da begrüßen zu können. Das Let's Play ist zwar schon etwas älter, aber hat trotzdem tierisch Spaß gemacht. Da haben wir viel Spaß gehabt mit der Elizabeth bzw. Anna. Warum, wieso Elizabeth und Anna? Das erfahrt ihr dort in dem Let's Play. So, jetzt bleibt mir nur noch eins übrig, eure schicken Kommentare zu lesen. Mich darüber freuen, dass ihr meine Videos schön bei euren Freunden teilt. Denn ich bin der Mac Urago und sag Servus und Ade.